Heute stellt euch unser Kurator Dr. Alexander Stieber unser Projekt in Eswatini vor, das sich schwerpunktmäßig dem Schutz von Flusspferden, Nilkrokodilen und weiteren bedrohten Arten in diesem kleinen Land im Süden Afrikas widmet. Zuerst einmal beantwortet er uns die Frage, wo wir Vertreter des Projektes im Zoo finden können. Das Fokusprojekt für unser Eswatini-Projekt ist natürlich der Hippodom, das heißt also dort, wo wir Flusspferde und Nilkrokodile halten. Dort haben wir natürlich auch entsprechende Infotafeln und informieren über das Projekt. Die Planung für den Hippodom begann eigentlich schon im Jahre 2005, 2004 und ein Jahr vor Fertigstellung, 2 Jahre vor Fertigstellung suchten wir nach einem Referenzprojekt für die Fokustierarten, Flusspferde und Krokodile und haben uns über den afrikanischen Zooverband haben uns an den gewendet und diese sagten uns in damals Swasiland noch vom Namen, gäbe es ein äußerst effektives Projekt. Die Familie Riley würde als oberste Naturschützer des Königs von Swasiland fungieren und dort gäbe es natürlich zunehmend Probleme oder Konflikte mit der Bevölkerung, mit anwachsenden Populationen von Flusspferden und von Krokodilen. Und so haben wir uns dann entschieden, Swasiland zu besuchen und haben dort einfach angefangen mit einer Absichtserklärung und mit dem Projekt. Ich arbeite seit über 30 Jahren im südlichen Afrika und Eswatini ist beinahe umschlossen von Südafrika an 3 Seiten und es ist für mich immer eine Möglichkeit. Es ist Afrika, südliches Afrika und ich fühle mich dort heimisch, habe dort meine Doktorarbeit in Südafrika gemacht und ja, natürlich über 15 Jahre Zeit lernt man natürlich die Projektpartner sehr kennen, man mag sich, man teilt viele, viele Geschichten und viele persönliche Sachen. Und da ist eben ein echtes persönliches Engagement dann auch dahinter. Die Einzigartigkeit ist eigentlich die Vielfalt dieses Projektes und auch wieder unsere Gewissheit, dass die Gelder, die wir geben und auch den Rat, den wir geben, unser persönliches Engagement, wirklich sehr viel bewirken. Also es ist nicht abstrakt, sondern wir haben wirklich, es wird alles besprochen, wir haben ein außergewöhnlich gutes Gefühl, dass unser Geld und Engagement wirklich unheimlich geachtet wird und es ist nicht anonym. Das ist eigentlich die Besonderheit. Die größte Herausforderung an den Artenschutz ist eigentlich immer die Konkurrenz zwischen dem Menschen und den Wildtieren, die natürlich um Raum konkurrieren und die natürlich auch tatsächlich, wir leben ja in einer Zeit, wo wir die Natur eigentlich vor uns schützen müssen, vor Menschen, unseren anwachsenden Bevölkerungszahlen, unserer Gier, unserer Profitgier oder auch wirklich Sachen, die eigentlich nicht, zum Beispiel der Schutz von Nashörnern, wo eigentlich das Problem und auch der Profit in anderen Ländern liegt, nämlich in Asien, dass wir das verteidigen. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit. Und das macht dieses Projekt auch sehr komplex, weil man natürlich immer wieder bedenken muss, was heißt es? Worin investieren wir? Wie sind unsere Entscheidungen? Wir müssen tatsächlich auch die Entscheidungen der Leute, die diese Entscheidung betreffen, sehr stark in Betracht ziehen. Unsere Partner vor Ort ist die sogenannte Big Game Parks Organisation. Das ist eine NGO, die wurde gegründet, aber mit dem ganz klaren Ziel und auch der Aufgabe vom König von Eswatini, den Schutz der Wildtiere und seiner Reservate voranzutreiben. Diese Organisation arbeitet allerdings auch mit Tourismus und mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Ressourcen, um einfach auch diesen Naturschutz aufrechtzuerhalten. Das heißt zum Beispiel, ihre Angestellten zu bezahlen, die lokalen Leute einzubeziehen. Sie finanziert sich quasi selbst durch ein umfassendes, Aufgabengebiet, um einfach auch diese Naturschutzaufgaben zu erfüllen. Und das ist wirklich sehr besonders. Unser Prinzip hier im Kölner Zoo ist natürlich immer
Spenden zu generieren, Spenden zu geben, aber natürlich auch unser eigenes Know-how einzubringen. Das heißt also beratend auch tätig zu sein vor Ort, involviert zu sein. Und das ist eigentlich das Schöne eigentlich an vielen der Kölner Projekte, dass wir tatsächlich auch aktiv sind. Ja, also nicht nur Geld rüber schicken, sondern tatsächlich auch wirklich vor Ort sind. Und wir haben eben ein gutes Vertrauensverhältnis mit den Projektpartnern dort vor Ort und tauschen uns eigentlich regelmäßig aus. Das ist eigentlich das Besondere. Das ist ähnlich wie in einem anderen Projekt. Es gibt eigentlich keine dezidierten Ziele. Also natürlich haben wir immer Projekte, die wir erfüllen wollen. Zum Beispiel sind die Trinkwasserleitungen in einem Reservat zu erneuern. Wir müssen eine große Schutzhalle für Maschinerie und für zum Beispiel Heu und verschiedene Zusatzfütterungsmöglichkeiten bauen. Das sind so Einzelprojekte. Das große Ziel ist eigentlich, diese Organisation zu unterstützen, weiterhin den Naturschutz zu fördern, auch manchmal Arten wieder einzuführen, die ausgestorben sind in dem Land, die Wilderei einzudämmen. Das ist ein dauerhaftes Problem. Wenn man da nicht ständig gegen arbeitet, nimmt sie weiter zu. Das hat sich gezeigt über die Jahre. Das sind so Projekte. Aber es ist, wie gesagt, ein Projekt, das wird immer weitergehen, und es ist auch sinnvoll, das weiterhin zu unterstützen. €50 bedeutet in diesem Land sehr viel. Das sind fast 1000 Esso-Vini oder Fleisch mit dem Rand. Davon kann man doch eine Menge kaufen. Das heißt also, die Löhne sind dort gering. Die Rationen für Ranger, Veranschaffungen, zum Beispiel von Fahrrädern, von Sachen, die man braucht, sind wirklich gering. Und €50 bedeutet in diesem Land sehr, sehr viel. Das heißt also, auch kleine Spenden helfen sehr, sehr stark bei der Aufrechterhaltung dieses Projektes.